Hoi, da, was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Heute mit einem Video zu der Fallenkarte Chivalry oder Ritterlichkeit auf Deutsch. So Konterfalle, die zurzeit ein bisschen gehypt wird, möglicherweise jetzt dann in den Side-Decks gespielt wird. Und ich zeige euch heute mal ein paar Karten, gegen die man die Fallenkarte einsetzen kann. So hauptsächlich wird es gegen Cosmo eingesetzt oder beziehungsweise geplant eingesetzt zu werden. Falls Cosmo dann Meta wird und falls Cosmo dann auch ein Problem wird für die anderen Decks. Man kann auch Eisenmauer gegen Cosmo siden, aber manche mögen, so wie es aussieht, Chivalry einfach mehr, weil es ein Konterfall ist und weil es noch ein paar andere Sachen negieren kann. Und zwar ist der Effekt, dass du die Karte nur in der Battle Phase aktivieren kannst. Du kannst du die Aktivierung eines Monster-Effekts negieren und dann das Monster zerstören. Und damit kann man dann gegen Cosmo zum Beispiel Ornn negieren. Was ziemlich gut ist, da nicht viele Fallen Ornn negieren können oder stoppen, blocken können. Und meistens laufen sie ja dann, wenn sie Ornn benutzen, mit einem schwächeren Monster in dein stärkeres Monster rein. Sprich, wenn du dann Chivalry aktivierst, dann verlieren die auch noch das Monster, mit dem sie angegriffen haben und Ornn. Also doppelt bitter. Dann ist es natürlich gut gegen das beste Monster aus dem Deck. Farmgirl, Bauernmädchen. Nicht nur, falls sie in der Battle Phase den Effekt nutzen wollen, um sich zu banishen und dann den größeren zu specialen, um dann nochmal anzugreifen. Das machen die ja öfters, um dann mehr Schaden durchzudrücken und OTK durchzusetzen. Kann man ja angreifen, dann versuchen die banishen, dann zum Beispiel Goodwitch angreifen, nochmal banishen für noch den größeren und dadurch kommen die schnell auf OTK. Also mit Chivalry kann man zum Beispiel das negieren und dann natürlich auch, falls Cosmo Girl erfolgreich angegriffen hat und ihren Effekt nutzt, um was auf die Hand zu suchen, kann man natürlich Chivalry aktivieren, das negieren und dann Cosmo Girl zerstören. Dasselbe gilt für Goodwitch. Falls sie ihren Effekt nutzen will und was drehen will, kann man es einfach negieren und dann zerstören. Und die Cosmos können dann ihren Effekt nicht anchainen, um sich zu banishen und was zu specialen, weil das eine Konterfalle ist. Dann natürlich gegen die zwei großen Slip Rider und Forerunner. Wenn die im Kampf zerstört werden und dann auf den Friedhof gehen und der Gegner den Effekt nutzen will, kann man Chivalry aktivieren und das negieren. Das ist vor allem gut gegen Cosmo Forerunner, weil sein Effekt sagt, dass er nicht getargetet werden kann. Sprich, es ist schwieriger, ihn loszuwerden. Und eine gute Möglichkeit, ihn loszuwerden, ist halt durch Kampf in der Battle Phase. Und dadurch kann man dann ganz einfach Chivalry aktivieren, ohne dass es halt zu situationsabhängig wird. Ansonsten kann man Chivalry auch noch gegen Necros of Valkyros einsetzen, als kleiner Bonus, falls man gerade nichts anderes gegen Necros im Side-Deck hat. Also Chivalry ist ein bisschen situationsabhängig, kann nur in der Battle Phase aktiviert werden, aber gegen Cosmo scheint es genug Target zu haben, genug Ziele, dass es immer aktivierbar ist, immer verheerend sein kann und es hat definitiv Vorteile gegenüber Eisenmauer und man kann sich auf jeden Fall überlegen, die Karte zu siden. Sie ist gerade momentan am Steigen, aber ich denke nicht, dass sie allzu sehr steigen wird. Es sei denn, Cosmo wird richtig krass. Ansonsten ist es auch eine sehr gute Option im Mirror Match. Falls man selber nicht Eisenmauer siden kann, kann man auf jeden Fall Chivalry siden, falls man Probleme gegen Cosmo hat. Da ist es auf jeden Fall eine gute Wahl. Ansonsten war es das eigentlich auch schon wieder. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt unsere anderen Videos ab, checkt unsere Sponsoren ab und ciao.